Ja, ich möchte euch heute den Kärcher Hartbodenreiniger FC3 Cordless, also kabellos mit Akkubetrieb, vorstellen. Der FC3 ist einer der günstigsten Hartbodenreiniger im Markensegment und deswegen für viele Leute interessant, die nicht zu viel Geld ausgeben wollen für so einen Hartbodenreiniger. Für alle, denen der Begriff Hartbodenreiniger nichts sagt, das ist nichts anderes wie ein Gerät, um den Boden nass zu wischen. Und in diesem Fall geht es eben hier um einen akkubetriebenes Gerät, das sehr effizient eben Fliesen oder eben auch andere Hartböden wie Vinyl oder Laminat reinigen kann. Ja, der Kärcher FC3, der arbeitet mit einer Technik, die es dem Gerät erlaubt, immer Frischwasser nachzupumpen, und somit wird der Boden immer mit frischem Wasser gereinigt. Also altes Wasser, wie beim herkömmlichen Reinigen eines Bodens, fällt eben hier nicht an. Das alte Wasser wird sofort dann in einem Schmutzwassertank gesammelt und es strömt eben dauernd frisches Wasser nach, sodass der Boden eben wirklich hier effizient mit frischem Wasser gereinigt wird und das Altwasser eben hier den Boden nicht weiter verschmutzen kann, wie es eben bei einer herkömmlichen Reinigung, wenn ihr das von Hand macht, zum Beispiel vorkommt. Ja, wie ihr sehen könnt, steht der Kärcher FC3 hier auf einer Art Station. Es geht allerdings hier nicht um eine Ladestation. Das ist einfach nur eine Station, um das Gerät reinzustellen. Das ist sehr platzsparend. Ihr seht auch, dass diese zwei Schmutzwalzen, mit denen dann der Boden gereinigt wird, auch hier eingesteckt sind. Die können dann zum Beispiel sehr gut hier trocknen. Geladen wird das Gerät hier auf der Rückseite über einen Stecker, der einfach auf der einen Seite in die Steckdose kommt und dann hier auf der Rückseite in das Gerät eingesteckt wird. Dann fängt es auch schon mit dem Laden an. Es geht circa 4 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Und ihr seht es auch hier unten dann an dieser Ladestandsanzeige. Wenn hier alle drei Lichter vollständig aufleuchten, dann ist das Gerät komplett geladen und ihr könnt mit der Reinigung anfangen. Ihr könnt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, mit dem Gerät ca. 60 Quadratmeter an Böden reinigen. Das ist schon relativ viel. Ein großer Raum hat ca. 20 Quadratmeter. Also ihr könnt somit 3 größere Räume ohne Problem mit dem Gerät reinigen. Ja, und wenn das Gerät jetzt vollständig aufgeladen ist, dann kann man jetzt diese Rollen hier einfach aufsetzen. Die werden einfach nur hier aufgesteckt. Das ist farblich markiert, welche Rolle auf welche Seite kommt. Ja, anschließend muss der Frischwassertank mit Wasser gefüllt werden. Dazu, da gibt es so 2 kleine Griffmulden, die werden einfach hereingedrückt und dann kann man diesen Tank hier einfach entnehmen. Ja, und der Frischwassertank, der wird jetzt einfach befüllt, indem man einfach diese kleine Gummilippe hier nach oben zieht. Hier ist jetzt eine Öffnung, wo man Wasser hineinfüllen kann. Die maximale Füllhöhe ist hier angegeben, also auf keinen Fall mehr einfüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, spezielles Reinigungsmittel von Kärcher noch zusätzlich einzufüllen, das auch mitgeliefert ist. Ich verwende jetzt erstmal reines Leitungswasser. So, das Wasser ist jetzt hier aufgefüllt bis zur maximalen Füllhöhe. Jetzt kann man hier diese Gummidichtung wieder aufschieben. Ja, und jetzt können wir einfach den Frischwassertank wieder aufsetzen. Und damit ist das Gerät auch schon einsatzbereit. Ja, dann wollen wir das Gerät mal anschalten. Hier oben ist so ein Knopf, um das Gerät einzuschalten. Dann fangen natürlich die Walzen vorne an, sich zu drehen, und die Pumpe pumpt eben kontinuierlich frisches Wasser nach. Das Gerät bewegt sich automatisch nach vorne, wenn ihr es anschaltet. Das heißt also, ihr müsst natürlich dann aufpassen, dass ihr so eine kleine Gegenbewegung macht, dass euch das Gerät nicht wegläuft. Es ist aber sehr leicht, wieder zurückzuziehen. Also ihr macht im Endeffekt dann genauso eine Bewegung, wenn ihr den Fußboden saugen würdet. Ich zeige euch das gerade mal kurz. Und man muss hier auch komplett ohne Druck arbeiten. Das heißt also, dass die Walzen einfach nur auf dem Boden aufliegen. Also auf keinen Fall hier draufdrücken. Das bewegt sich eigentlich fast schon von selber. Und was ihr auch sehen könnt, das Gerät ist hier sehr beweglich. Ihr könnt also in alle möglichen Richtungen damit gehen, wenn ihr das hier unten am Ende dreht. Somit kommt ihr auch sehr gut hier zum Beispiel in solche Ecken hinein. Und wie man sehen kann, ist der Boden jetzt eben an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade mit den Walzen drüber bin, gereinigt. Das sieht man noch an dem leichten Glanz von dem Wasser, das hier auf den Boden aufgebracht wurde. Thank you.
Gerät jetzt zu reinigen, muss man zunächst den Schmutzwassertank entnehmen. Dazu einfach diesen kleinen Clip hier nach vorne ziehen und jetzt könnt ihr diese Abdeckung hier abnehmen. Und was man jetzt hier drunter sieht, ist dann eben dieser Schmutzwassertank, den man einfach hier rausnehmen kann und reinigen kann. So, anschließend reicht es dann, dass ihr den Schmutzwassertank einfach ein bisschen mit klarem Wasser ausspült. Jetzt können hier die Bürsten einfach abgenommen werden und ebenfalls gereinigt werden. Und auch hier reicht es in der Regel, die Bürsten oder die Walzen hier mit klarem Wasser zu reinigen. Wenn sie richtig hartnäckig verschmutzt sind, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen Spülmittel nehmen, um hier das Material zu reinigen, aber normalerweise reicht eben hier das klare Wasser aus. So, als nächstes könnt ihr die Walzen hier aufstecken auf die Station. Die trocknen hier dann ganz gut und auch schon den Schmutzwassertank wieder einsetzen. Jetzt ist es so, dass hier so ein paar Haare sich festgesetzt haben, die natürlich auch, wenn ihr den Boden davor nicht gründlich gesaugt habt, die sich dann auch mal festsetzen. Die könnt ihr dann einfach mit der Hand nochmal entfernen. Also da auch ein bisschen drauf achten, dass hier eben keine Haare oder sowas die Walzen beeinträchtigen. Dann, wie gesagt, den Schmutzwassertank wieder einsetzen, die Abdeckung einfach draufschieben und dann kann alles hier in die Station gestellt werden und wieder aufgeladen werden. Und wenn ihr dann das Gerät wieder am Strom anschließt, dann beginnt eben der Ladevorgang. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass den FC3 Kärcher Hartbodenreiniger auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Ihr habt gesehen, das Gerät reinigt sehr gut hier Fliesenböden und auch zum Beispiel Korkböden oder Holzböden. Gleichzeitig habt ihr eben auch den Vorteil, dass ihr durch den beweglichen Kopf, wie ihr vorgesehen habt, sehr gut in Ecken und an Kanten entlang fahren könnt. Und was ich auf jeden Fall positiv finde, dass immer frisches Wasser nachläuft, dass ihr also euren Boden immer mit frischem Wasser reinigt. Ich habe euch den Kärcher FC3 Cordless unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Gerät habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst. Macht's gut, bis bald, euer Repti.